So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück bei Total War Warhammer 3. Weiter geht's mit Boris. Boris Ursus, Vater von Zarina Katharina. Und wir sind, ist ein Live-Let's Play, auf Twitch gestreamt, auf YouTube nach der ich hochgeladen. Wir sind hier stehen geblieben und ich habe gesagt, ich will Volksgrad einnehmen. Für mich. Weil die brauchen irgendetwas, das uns Geld gibt. Ist das meine Tochter? Ja. Stolz nehmen wir es jetzt ein. Nein, das plündern wir nicht. Das ist Volksgrad. I mean, hallo. Da ist sie. Boah, wie cool ist der Wagen, bitte. Und man hört das Eis förmlich. Gut, es ist ein bisschen leer drin, ne? Ein bisschen mehr Details hätte ich mir da jetzt schon gewünscht. Oh, wie cool ist der Wagen. Mega nice. Okay, sehr sweet. So, Mr. Gunz, Sie sind unsterblich geworden. Ich gratuliere. Zofe der Eiskönigin, Einheiten abgreifen, Abkühlzeit, Zauber, Nahkampfangriff, Forschung, Magistrat, Baukosten, Auskundschaften. Wir machen Auskundschaften, dass wir eine höhere Chance auf magische Gegenstände haben. Das finde ich sehr gut. Der Wagen ist auch neu. Ich glaube, der hat Fernkampf. Ah, der ist auch neu. Deswegen ist mir das nie aufgefallen. Ja, mega. We greet you. Ich bin dein Daddy. Hi. Also nicht der Daddy. Es ist nicht I'm your Daddy, sondern ich bin dein Vater. Also auf dem Level. Ich kann das nicht mehr retten. Es ist weird. Zarina, ich bin dein Vater. Also. Aber ich glaube, sie wird nicht No schreien. So, der ist so weit weg, dass ich nicht in der Lage bin, ihn anzugreifen. Wir verstecken uns hier mit 80%. Er wird glauben, dass wir hier schwach sind und wird wahrscheinlich versuchen, reinzurennen. Und wir werden ihn dann hier catchen. Ne? Also er wird hier hinlaufen wollen. Und dann haben wir den. Dann können wir hier weiter durchbrechen. Das gefällt ihm nicht, dass ich mit dem Eishof und der großen Orthodoxie da Abkommen habe, ne? Aber da muss ich ehrlich sagen, sorry. Natürlich haben wir da die Abkommen. Ja, wir bauen hier Verteidigungsanlagen. Ich weiß nicht, ob das noch reicht zeitlich, aber wir versuchen es. Sister. Ah, nee, warte. Oh, fast das Falsche geklickt. Nicht das hier. Ich wollte ja eigentlich hier die Sachen ausbauen, ne? Oh, 4200. Naja, wir fangen mal mit den Wäldern an. Wo ist eigentlich der Frostwirn? Ah, der ist hier. Aber den Frostwirn müssen wir gar nicht unbedingt bauen, weil theoretisch kriegt sie den ab Stufe 18, ne? Also sie. Lutarius kriegt den. Ist halt die Frage, ob wir das einfach leveln. Ja, auf der anderen Seite haben wir hier halt die Kriegsbärenreiter, die sind auch schon wichtig. Ja, ich kann nicht alles gleichzeitig machen, ne? The ice goes. I follow the bear. Will mir jemand Geld geben? Gibt es Leute, die mich so sehr mögen, dass sie mir Geld geben? Meine eigene Tochter. Ich bin der Daddy, ich bin der Vater, der hier um Geld pumpen kommt. Zarina! Liebste Tochter! Ich bräuchte ein bisschen Kohle! Hast du was? Ja. So schnell geht's. Naja, gehen wir halt ins Minus. Ist okay. Sister of Ice. Sister of Ice. Ich bewege mich hier mal runter. Zur Not gehen wir da mit dem Boot. Dass wir das da verteidigt behalten. Okay. Wir gehen ins Minus. Wir gehen einmal in den Bankrott, das ist kein Weltuntergang.
Den Wagen hat aber auch nur sie. Ja, das dachte ich mir noch, dass nur Zarina den Wagen hat. So wie Boris halt schon den Bär hat, den auch andere haben können, aber sein Bär ist ein spezieller Bär. Das ist ja Cathay hier. Können wir mit Cathay handeln? Ich meine, Cathay ist sicher nicht unglücklich darüber, dass wir im Norden aufräumen. Und der Hinterhalt hat geklappt. Tot. Wir nehmen das Geld. Das haben wir aber auch geskillt, dass wir 10 oder 15% mehr Hinterhalt-Chance haben, also dass der Hinterhalt klappt. Ich zeig das mal schnell. Das haben nämlich die neuen Kommandanten dabei. Das finde ich ganz spannend. Hier. Mann des Landes. 10%. Like the Huntsman of the Oblast. Noble of the Oblast. Noble of the Oblast. Munition, unbezwingbar. Seltenhaftes Vorstoßen. Bist du schlimm als die Barbaren? Lebst nur durch Plündern und Brandschatzen. Es ist auch recht, vom Feind zu lernen. Mein Bayrat! Sun Tzu! 5 Punkte brauche ich hier. Meine Geschossresistenz für die ganze Armee, das ist sicher nicht übel. Und das hier. Schneesturm machen wir noch nicht. Dann Nahkampfabwehr. Da bin ich mal gespannt, ob die jetzt dann kommen. Na, wie machen wir das jetzt? Reiße ich das jetzt ab, weil wir keine Gefahr mehr haben hier? Ein schwerer Kriegsschlitten. Also wir machen sicher mal die. Wie viel Geld würde das geben? 2004. Du würdest es drin lassen, Mauern schaden nicht. Dann kann ich die Bärenreiter einfach viel später machen. Nein, ich denke, dass wir stabil genug sind. Wir nehmen's raus. Es geht schon, die müssen zuerst alles andere einnehmen. Bis dahin könnten wir zwangsweise super viel ranholen. Das ist schon in Ordnung. Ah, schau, wer da gerade was holen wollte. Nee, das ist meins, mein Herr. Wir plündern und besetzen es. Hear me roar. Aber ich merke langsam, was du meinst mit, du bist ja schlimmer als die Barbaren. Wir plündern und plündern es und plündern es und plündern es und plündern es und plündern es. Ja, vielleicht ein bisschen. Also, wir machen... Was machen wir? Boris Ursus. Hey, machen die Zarrenwachen hier noch ein bisschen besser. Sind ja immerhin 2 drin. Und dann machen die Kingsley noch stärker. Siedlung verloren. Achso, ja, die da oben, das ist klar soweit. Jetzt gibt es hier eine Rebellion. Das heißt, in einem von den beiden ist eine Rebellion. Hoffen wir in dem hier. You have the honor. Oh, du willst direkt handeln? Ja, hallo. Oh, I'm the Dragon. Ja, ja, you are the Dragon. The big, gefürchiger Dragon. Also, wir haben wieder 1000 übrig.
Wisst ihr was? Wir machen hier trotzdem Kohle rein. Wenn sie kommen, kommen sie halt. Es sind genau 1000. Das ist halt zu wenig. Der Turm der Fliegen. Es könnte sein, dass wir den gleich verlieren, wegen ihm. Die Zarina bittet Sie willkommen. Kannst du mir erklären, wie du das geschafft hast, mit Grimguls harter Horde in den Krieg zu rutschen? Ah, wegen Karak Kadrin. I see. One eye. Das ist I'll das have Problem. Your words. Aber dann muss Grimgul ja einen ordentlichen Landstrich erobert haben, damit er in der Lage ist, da was zu machen. I am the storm. Verbündete sind immer so eine Sache. Ah ja. Ja, ist auch einer der Gründe, warum ich nicht so gerne militärische Bündnisse mache, weil meine militärischen Verbündeten mich dann meistens in irgendwelche sinnlosen Kriege reinreißen. Schutzbündnis geht immer ganz gut, aber militärische Bündnisse sind immer so ein bisschen eine Sache. Wenn ich Glück habe, dann wird die Rebellion von Zarina niedergeschlagen. Mach's wie ich, einfach alles, was du siehst, Krieg. Na, eher nicht so. Eher nicht so. Ja, ich gönne mir hier jetzt einen Autoschlag gegen die, ganz ehrlich. Und wieder, die Tiermenschen geben eh auf den Senkel. Keeper of Ice Magic. Keeper. Jüngere des Hasuts. Zwei von eins. Ich habe einen zu viel. Rang des Helden bei der Regierung 3 für Eisjungfern. Rang des Helden bei der Regierung 3 für Patriarchen. Wir werden schneller mal wieder an Patriarchen kommen. Müssen sie dann halt einfach da machen. So. Jetzt haben wir Platz für das hier. Eine Karawane ist angekommen in den Forstlanden. Kannst du mir eigentlich erklären, was du da genau treibst? Er spaziert einfach durch die Lande. So, wir werden jetzt die Küstenregion hier einnehmen. Obwohl ich sagen muss, dass Zarina das ja auch schon wieder gut macht. Ah, er ist auch wieder in den Krieg mit Winterzahn gerutscht. Ah, schön. Jetzt sind alle Kislewiten gegen. Alle Kislewiten sind hier gegen die gleichen Feinde kämpfen. Sehr gut. So, in 4 Runden können wir die ersten Hexen holen, die mit dem neuen Zauber. Ein bisschen gedauert, aber jetzt geht's. Denied. Fight for Mother Kislev! Das beunruhigt mich, dass der da nach unten läuft. Wir machen mal Folgendes. Wir rauben das mal schnell aus, damit wir die Bewegungsreichweite behalten. Ja. Dann marschieren wir hier. Nein, 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 nein. Commander of the soldiery. Zum Glück habe ich es nicht eingenommen. Die Armee wäre tot. A glorious day for Kislev. Es macht doch nicht so ein Gesicht. Ja, doch! Champion of the Motherland. Jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Doch, mach ich. Genau so ein Gesicht mach ich.
Nein, doch! Das machen wir mal schnell rückgängig. Nein, hat Erfahrung. Ja, das kommt dann später dazu. Gesegnet. Rettungszauber. Es ist mein Reit. Wir machen hier Abwehr rein und hier auch Abwehr rein. Wir werden nämlich gleich in eine Situation kommen, wo wir vielleicht kämpfen müssen. Mhm. Okay, das steht noch. Das heißt, er nimmt das und dann muss er dahin. Die geraten gerade hart in Bedrängnis. Wenn dann... Nein, doch! Oh. Der hat mich ziemlich kalt erwischt, ich gebe es zu. So, wir bauen das hier aus, wir bauen das hier aus, weil wir brauchen die Kohle. Die öffentliche Ordnung hier ist auch wieder furchtbar, furchtbar. Kriegen die hier irgendwie noch öffentliche Ordnung rein oder so? Nein, aber hier kriegen die direkt das Einkommen. Greifende Ulanen sind natürlich auch nicht schlecht. Die müsste ich aber hier upgraden, ne? Die sind Infanterie, ja. Wie machen wir das jetzt? Ziehe ich mit Boris die Küste durch? Dann ist Winterzahn weg, dann gehört die Nordsee uns. Sehr deutsch. Ist unsere Nordsee. Naja. Der wird sich das da krallen, da kann ich nichts gegen tun. Ich hätte das noch abreißen sollen. Gut, wir lassen mal. Oh, die Edelsteine da. Doch, doch, wir gehen mit Boris da nach hinten die Edelsteine holen. Im Sinne von, wir verteidigen die Frostlande und danach versuchen wir Krakadrak zu holen. Weil die Berge scheinen klimatisch ganz gut zu sein für uns. Okay, er ist weitergezogen, er ist nicht runtergerannt. Aber das bedeutet, dass die andere Armee noch irgendwo ist. Gut. Ciao, Siedlung. Siedlung niedergerissen, ja. Ist nun mal so. Machen die Rebellen tot. Ja, der macht sich da wieder auf den Weg. Das mir gar nicht. Das Geld. Edelsteine, next mit Dollarzeichen. Du meinst das hier? Warte schnell. Ich habe ein Emote mit meinem Logo drauf. Das genau das widerspiegelt. So, wisst ihr was? Wir machen die Bären stärker. Die Kreaturen des Landes sind die zwei nämlich. Und sollen wir sie befreien wegen dem Wohl der Menschheit? Nein, aber die haben Edelsteine. Oh, dann lass uns die Menschen befreien da. Genau so, das ist es. Ich sehe schon, sie haben es verstanden. Sehr schön. So. Er hat es genommen. Ich setze mich jetzt hier mal rein. Dann machen wir mal öffentliche Ordnung. Also ganz so weit kommt er nicht und wir wären wieder ready in der Runde darauf. Da haben wir immer noch stolze Verteidigung.
Wir machen da mal Plus. Da war Arthur! So, dann unterstützen wir unsere Tochter natürlich nochmal. Damit sie auch hier hinkommt, um die Orthodoxie zu konföderieren. Damit es dann zack macht. Ja, sie hat sich hier einen ordentlichen Landstrich unter den Nagel gerissen. Richtig heftigen Landstrich unter den Nagel gerissen. Haben wir nicht bewegt. Ja, Glutarius und Contino Blaufuchs. Ich kann mit euch noch nicht viel machen. Hast du nicht andere Sorgen eigentlich? Ich glaube, wir werden mit den Zwergen irgendwann in den Krieg rutschen, übrigens. Und wenn das so weitergeht, schnappt er sich hier hinten noch was. Und da habe ich nicht so Bock drauf. Wir bräuchten echt Atamane, die noch mehr Geld geben. Ja, die Zwerge sehen mich langsam als Bedrohung an, die werden ungemütlich. Sie haben einen Nichtangriffspakt und ein Handelsabkommen, das sie zuerst brechen müssen oder beenden müssen. Verdorbene Infiltration. Das Undenkbare ist geschehen. Wir haben einen Chaoskult im Herzen des Mutterlandes entdeckt. Die Frevler wurden umgehend hingerichtet. Dennoch müssen wir drastische Mittel ergreifen, um eine erneute Infektion dieser Art zu vermeiden. Rationalität oder Dogma? Wir gehen mit Rationalität. Dann haben wir nämlich auch mit Kislev bessere Beziehungen. Dann können wir vielleicht sogar noch ein Schutzbündnis machen. Dann sind wir groß vereint. Rosena, ready. Also. Was haben wir hier? 55, 60. Long has Kislev's sacrifice gone unappreciated. Da haben wir 60. No! Da bin ich nicht auf der Strecke, er muss halt schon hier durch. Ich vermute, dass er hier gerade auf dem Weg nach oben ist und nochmal versucht, das zu attackieren. Und wie wir sehen ihn kommen. Demon Slayer. Ah ja, stimmt, du kannst das ja, ne? For Kislev. It is Ursun's wish. Aber er dürfte nicht bis hochkommen, das ist meins. Have you grown so tired? Okay, er kriegt langsam auch ein Problem mit mir. Oh, nicht angespackt. Entschuldigung, wie viele Siedlungen hast du noch? Eine Siedlung? Xiaoming! Ich glaube, wir haben da hinten einen klaren Gewinner. Wir haben da hinten langsam einen klaren Gewinner. Das scheint ein Problem zu haben. Ja. So. Dadurch, dass wir jetzt mit der Orthodoxie ein Bündnis haben, jetzt fängt so eine, diese typische Verkettung an. Jetzt haben wir mit dem Reichland, können wir jetzt hier nicht Angriffspakt machen. Dann haben wir die Nordlande noch, die theoretisch noch irgendwo sind. Diese Beziehung muss aber auch mal wachsen. Mit der Orthodoxie könnten wir ein militärisches Bündnis machen, aber das sehe ich noch nicht so. Ist das toll oder nicht so toll, dass ich mit der Orthodoxie... Okay, nicht so toll. Aber du wirst dich damit arrangieren müssen, Madame. Denn ich bin dein Vater. Das noch. Doch, wir bauen das komplett aus. Auch wenn ich hier gerne noch hoch würde. Auf der anderen Seite, wie viel brauche ich noch? Naja, das dauert schon.
Und was habe ich davon? Die Glefeneiswachen, die wären natürlich schon verlockend. Auf der anderen Seite ist das das sicherste Gebiet, wo wir Geld verdienen können. Müssen wir eigentlich ausbauen. Und das machen wir. Okay. Wir gehen in Krakadrak natürlich die Menschen befreien. Das hat oberste Priorität. Für die Freiheit! Und die Edelsteine! Für die Freiheit! Und die Edelsteine. Nein, nein. Militärisches Bündnis ist vielleicht ein bisschen zu viel, mein Guter. Du glaubst, Cathay ist am Ende. Ich befürchte auch. Ich befürchte auch. Hear me roar! Meins. Besso annunku. Ich bin ziemlich sicher, dass er nicht so viel Freude daran haben wird, dass ich mir das jetzt hier nehme. Ja, wir besetzen es, weil ich will da möglichst wenig kaputt machen. Ja, 200 Einkommen. Einkommen aus allen Gebäuden. Ja, ich würde sagen, die Schmiederei lassen wir tatsächlich drin. Oh, ist mir nie aufgefallen, dass wir hier eigentlich Fell produzieren ab einer gewissen Höhe. Dun, 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 dun. Ja, doch, das ist gut. Das hier brauche ich theoretisch nicht. Wir lassen es trotzdem mal drin. Guardian of the Land. Hast du mich nicht gesehen hier im Hinterhalt, ne? Ärgerlich. Attack. Wir haben schon lange nicht mehr selber gekämpft, würde ich meinen, oder? Es wäre spannend, mal wieder eine Schlacht zu führen, würde ich meinen, oder? Genau das machen wir, oder? Wenn sie denn von den Sklaven so auf die Nase fallen, Cathay, das in Cathay finde ich teilweise ganz spannend. Manchmal gewinnt Cathay, manchmal gewinnen die Sklaven und die Dunkelelfen. Das ist immer so ein, ne? Kommt ein bisschen drauf an, wie was passiert. Das ist ganz cool eigentlich. Das ist immer so, kann mal so sein. Oder die Echsen. Ja, das kann auch, das passiert auch, aber das passiert, glaube ich, seltener. Aber theoretisch auch, ja. Das macht es auch wieder eigentlich ganz cool. Will ich hier runter und dann kämpfen wir hier unten oder nehme ich den Eingang? Na, theoretisch hier rum. Mein Problem, was ich hier habe, ist, ne, obwohl ich habe hier ein kleines Gefälle, ne? Wenn wir uns also hier nach vorne bewegen, habe ich ein kleines Gefälle. Obwohl hier hätten wir was Ähnliches, aber dann würden sie oben durch können. Okay, wir lassen das so. Die kommen an die Grenzen. Ihr kommt in die Mitte. Und euch machen wir mal so rein. So, das hier sind die speziellen Bärenreiter, die Eidesbrüder, und das sind die Wölfe, die Unheilswölfe, die eigentlich ursprünglich von Mutter Ostankia rüberkommen und für uns kämpfen. Aus den Wäldern, ne? Dann haben wir Mia, DJ und Blutovia mit der neuen frischen Magie. Wir bewegen uns. A hard fight beckons, but know that Mother Kislev strengthens her faithful defenders. We fight for Usun, maiden of ice. Move in. With haste. Yes. Yes. Ready for battle. Wie groß ist eigentlich dieser Radius? Onward!
So, es ist so. Wir machen hier jetzt einen Geschosszauber, den wir frisch geholt haben. Tal-Urteil. Beißender Wind. Jetzt habe ich den Schuss nicht gesehen. Okay, es macht keinen Sinn, den Zauber einzusetzen, weil er weicht jedes Mal wieder aus. Defender of Kislev. Ist er eigentlich regenerativ? Nein. Rusina! Interessanter Schuss. Ich will den eigentlich festhalten hier. Geht was hinten rum? Wir behalten die mal zurück. Also, das ist eine Explosion, die nicht auf unsere eigenen Verbündeten wirkt. Gut aus. The Golden Knights on the march. Kislev und Jun, von der Blitzlinger am Penance. My faith needs power. For honor. Kusar. Warrior and leader. The Motherland. Wir füllen noch Munition hier ein bisschen. Wir jagen die Falken noch mal rein. Das sieht so gut aus. Und da noch mal drauf. Das wirkt auch nicht auf verbündete Truppen. Sehr schön. Ist auch Spinne von Ostankia rekrutieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist von Ostankia tatsächlich sind so die Spezialsachen, die nur sie hat. Also Ostankia hat so ein paar Sachen, ein paar spezielle Einheiten, die nur sie rekrutieren kann. Die hier, die Unheilswölfe, die können wir rekrutieren. Also wir können schnell in die Gebäudekette gucken. Aber ich dachte, Ostankia hat tatsächlich, also sie hat die Spinnen, die beiden Spinnen, die kleinen und die großen. Und die sind nur von ihr.
GG, danke. Ja, mal wieder eine Schlacht. Ey, die Falken sind total cool, ne? Die so drehen. Das ist schadenstechnisch schon ordentlich. Wir nehmen das Geld, weil die brauchen das Geld. Der war im Gewaltmarsch, deswegen ist er dead. Also, du hast jetzt folgende Fähigkeit gekriegt. Bonus gegen große Feinde. Weil wir Kolek getötet haben. Du bist auch unsterblich geworden. Alatania, ne? Die Heldin Kislevs ist nun unsterblich. Schön. So, wir machen die Hofelite noch, weil wir trotzdem drei Zarenwachen dabei haben. Dann... Abkühlzeit für Zauber. Ich frage mich halt, ob Abkühlzeit minus 10 auf alle Zauber auch für die Dings zählt, ne? Ob das halt auch für, die Heldin, die die Armee begleitet, zählt. Nach Ausrüstung schauen, das ist eine gute Idee. Wir machen schnell Charaktererfahrung, trotzdem noch Plus. Das machen wir gleich. Champion of the Motherland. Wir skillen zuerst fertig. Ja, die Falken sind mega cool gewesen. Das machen wir noch günstiger. Dann einmal Truppen auffüllen und einmal Option bereinigen. Und dann gucken wir mal schnell. Ja, wir haben hier ein Schwert gekriegt. Schneeflockenanhänger. Chance auf Kontrollverlust. Das ist eigentlich ganz cool, wenn wir die Hexen rekrutieren. Pelz des großen Bären. Stärketrank, noch ein Stärketrank. Ja, komm. DJ und Mia, die kriegt jeweils einen Stärketrank. Voll geil. Nein, hier, Stärketrank, Entschuldigung. Und ein Widerstandstrank geht an... Kann sie nicht. Habe ich dir deinen Talisman weggenommen, Mia? Hattest du einen Talisman? Die Chanceresistenz finde ich ganz gut. Ach Quatsch. Jetzt habe ich sie dann. Hier, Stärke dran. Entschuldigung. Das ist ein Talisman. Obsidian-Anhänger. Hm? Ah, die Geschossresistenz-Dinger, die verschmelzen wir. Ja, das ist schön. Da gab es noch ein Schwertchen. Lutarius, Continuo, kriegst ein Schwert. Oh, das hatte ich total vergessen. Warte mal schnell, Glutarius, du bist ja hier gerade in der Hauptdings, ne? Einkommen von allen Gebäuden, Wodka-Brennerei für bessere Kontrolle, Steuereintreiber für mehr Kohle. Das hätte ich viel früher machen sollen. Bewegungsreichweite, Gerichtsvollzieher. Ja, ja, das ist okay, soweit. It aids my ice. It aids my ice. So, Frostwehren, der erste seiner Art. Boris Ursus himself. Mhm. Kingsley wird noch stärker. Follow the bear. Der Werkzeugmacher ist eigentlich erstaunlich gut. Ich meine, 10% mehr aus allen Gebäuden. Ist das für die Region oder für die... Ah, für die Region. Aber trotzdem, das ist in der Hauptstadt ja eigentlich schon verdammt gut, weil wir dann hier 300 sind, 10 sind 30 mehr. Dann haben wir theoretisch die Gebäude noch, die uns ja auch nochmal deutlich mehr geben. Sind nochmal 30, sind 60 mehr. Wenn wir die noch mitnehmen, sind es 10 mehr, sind 70 mehr. Wenn wir dann die noch mitnehmen, sind 125, sind... ja, ja, gut, hält sich in Grenzen. Hier noch kommen. Es geht. Es geht. Okay. 200. 240. Na, es geht. Es ist in gewissen Situationen ganz nützlich. Kontrolle oder Traditionalist. Wir machen Kontrolle, weil wir haben echt ein Kontrolleproblem, finde ich. So.
Ah ja, ich wollte noch bei den Units gucken. Also wenn wir hier die Gebäudekette nehmen, können wir das Elementar, die Elementarbestie, die können wir nehmen. Die kommt ja ursprünglich auch von Ostankia. Und die Wölfe, also die Unheilswölfe, die hier. Die Spinnen sind aber exklusiv für sie. Die Lauerjäger natürlich. Danke, gerne, gerne. Ich glaube, auch nur Ostankia hat die Möglichkeit, die Spinnen zu verstärken mit ihren Fähigkeiten und Skillung und so. Das hat sonst niemand. Ja, gibt es gleich eine Rebellion. Kann ich das noch irgendwie retten? Die Armee nicht bewegt. Ja, mir fehlt gerade ein bisschen das Geld auch für die Armee. Ich will hier eigentlich was Schönes aufbauen, aber langsam geht das nicht ganz so gut. Eiswachen mit Schwertern können wir gleich machen. Ich bin mir überlegen, die Ritterin rüberzunehmen tatsächlich. Und hier jemand anderes reinzusetzen. Warum genau kannst du dich nicht bewegen? Entschuldigung. Wir können kommen hier. No. Müssen wir nicht noch ein paar Meter gehen dürfen? A glorious day for Kislev. Also ich kann ja unmöglichen Zauber drauf gekriegt haben. Make camp and bring me a drink. Warum darf ich mich nicht bewegen? Obwohl ich noch ganz klar Bewegungsreichweite habe. Commander of the soldiery, I will not do it. Chosen Druzhina. Ich habe irgendwie habe ich mich blockiert. Ich weiß aber nicht warum. Warum und was? Naja, gut. Egal, nächste Runde dann halt. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Der Grund, warum ich mir überlege, die Ritterin woanders reinzusetzen, ist folgender. Sie hat die Fähigkeit, dass Zauber 10% weniger abklingen. Okay, nicht angespackt, ist raus. Steht hinten, nicht ein feindlicher Agent. Ja, tut er. Aber der hat mir keinen, der hat mir nichts gegeben, weil es ist ja noch meine Runde. Ich habe in der Runde habe ich den Typen ja angegriffen. Ich habe die Fähigkeitspunkte verteilt, Rüstungen reingetan und eigentlich dürfte ich weiterlaufen. Das heißt, ich habe keine Fähigkeit von irgendeinem Agenten gekriegt, dass ich keine Bewegung mehr habe, sondern irgendwas anderes stimmt nicht. Ich vermute, ich habe die Armee besiegt und der Held hat überlebt und die Armee ist gestorben und der Held ist rausgekommen. Und jetzt hat das Spiel das Gefühl, dass der Held eine Armee noch ist und ich mich nicht weiter bewegen kann, weil ich da nicht laufen darf. Wegen dem Helden. Noble of the Oblast. Ja. Der Held blockiert mich, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Bug. Und der blockiert uns hier gerade. Dieser Held hier zwischendrin. Defender of Kislev. From Linsk to Urskoy, we stand strong. Let our warriors rest. Ja, das der backt mich, glaube ich. Oder of the land. Ja, wir haben nichts gekriegt hier. Kislev's defense is warum kann ich auch die Helden nicht rausnehmen? Helden meucheln. Ja, ich kann auch meine Helden gerade nicht rausnehmen hier, ne? Also auch das ist geht irgendwie nicht. Boris Ursus himself. There's the decree. Zulahu. Ich hoffe, dass Zarina vor ihm dran kommt. Hear me roar. Ah, the
that welcoming chill. Neu laden, ja, hab ich auch gerade überlegt. Champion of Kislev, I think not. Fünfhundert, auch nicht übel. Kostet sehr, sehr viel. Okay, ich lade mal schnell neu. Wir werden ein paar Sachen wahrscheinlich wieder neu einstellen müssen, aber ich lade mal kurz. Vielleicht checkt er dann beim Laden, dass das, dass da irgendwas falsch ist. Unlucky gerade. Aber vielleicht lädt er ihn jetzt als Helden rein oder so. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel das gleich behandelt. Aber ich glaube, das ist einer der Helden, der ist geflohen. Und dadurch blockiert es die Armee. So, also hat jetzt die ganzen Bewegungen, die ich gemacht habe, hat er jetzt nicht mitgenommen, weil er am Anfang der Runde speichert. So. Also die Armee kann ich bewegen. Kann ich ihn jetzt bewegen? Nein. Ich kann den irgendwie nicht bewegen, weil der hier im Weg ist. Ich kann die auch nicht rausnehmen. Was lernen wir? Niemand darf hinkommen. Genau das. Leader of Kislev's Warriors. Das ist unlucky jetzt. Stealth is a snow leopard. No. Claim it for the Ice Queen. Ich befürchte, wir müssen warten, bis wir angegriffen werden an der Stelle. Versuch mal nicht den Helden rauszunehmen, sondern direkt den Meuchelbefehl zu geben. Ja, geht nicht. Geht nicht, ich kann hier gar nichts machen. Defender of Kislev, that is beneath me. I will not do it. You are less than a peasant. Become a stronger motherland. Jetzt müssten wir hier oben irgendjemanden rekrutieren. Oder er, ja, kommt mit irgendetwas an. Wenn er mich angreifen würde, könnte ich halt versuchen, also dann einfach auf Fliehen klicken, ne? Dann kommen wir so weg. Tja. Chosen Druzina. I'll find another way. I need only the best. Ein Zauber von Zinsch ist es ja nicht, ne? Der mich hier festhält. Das kann ja auch gar nicht sein. I think not. Nein, es ist einfach ein klassischer Bug. Ich mach mal mehr Handelszölle. Und mehr Geld. Kostet zwar was.
Und da fällt mir gerade ein, eigentlich ist der ja ziemlich gut, ne? Das. Nein, das ist Tor, das ist das. Wir gehen hier hin. Ich finde den so gut, dass wir das nutzen. Ja, ja, genau. Es könnte Zinsch sein, der uns blockiert. Aber dann müsste irgendwo ein Debuff stehen. Das tut er. Das tut's ja aber nicht. Wir können warten, bis hier eine Armee kommt, die uns angreift. Dann können wir fliehen oder so. Ich glaube, eine andere Wahl haben wir nicht. Wir hängen da jetzt fest. Gruppen auffüllen. Gruppen bereinigen. Alternativ kann ich natürlich auch... Da können wir natürlich auch Glutarius und die schicken, um den Helden dann anzugreifen, also dass die hier durchrennen gleich. Ja, ist eine Möglichkeit, könnten wir versuchen. Würde unter Umständen helfen. Ja, Kommandant nicht bewegt. Ich würde sehr gerne, aber das geht nicht. Es ist mein Recht. No. Ja, das ist ein Radius, den er hier gerade irgendwie hat. Ich nehme an, der hat das gleiche Problem übrigens. Guardian of the land. Die well, pigs, but die you must. Ich mach mal einen Hinterhalt, vielleicht rennt der dann hier runter. Vielleicht klappt das. Rebellion? Oh no. Ich kann nichts tun. Nein! Nein! Katharina, nimm das doch ein! Warum? Warum nicht? Warum tatest du es nicht? Sie stand hier und rannte weg. Ja, wie kämpfen das jetzt? Ich hoffe, dass das jetzt irgendwas gelöst hat. Also das heißt, der Hinterhalt hat funktioniert. Ja, Rebellion, Pipapo, bla bla bla. Ja, jetzt ist er weg, der Agent. Seht ihr das? Er ist jetzt hier hin. Jetzt können wir uns aus irgendeinem Grund wieder bewegen. Ich glaube... dass es tatsächlich das ist, dass wir zwei ineinander standen und das Spiel das Gefühl hatte, der Held ist noch eine Armee und ich muss die Armee zuerst angreifen, bevor ich weiter kann, also dass die Armee mich blockiert. Aber der Held war keine Armee mehr, sondern ein Held, weil der Kommandant ist gestorben und alle anderen Truppen sind gestorben, dann stand nur noch er da. Ey, zum Glück ist das nicht verwirrend. Ein bisschen. Hofelite und dann sammeln. This gift is mine, Lord. Und Nahkampfabwehr. Und bei der Magie machen wir den Hagelsturm. Nein! Auskundschaften. Wir brauchen mehr magische Gegenstände, weil wir haben verdammt viele Helden. So. Nahkampfangriff. Nahkampfangriff, sie haben auch alle Bären. Commander of the Soldiery. Bist du aus deinem Schönheitsschlaf aufgewacht? Ich bin froh, dass wir dich aus diesem Bug rausgekriegt haben. Ich vermute, es ist ein Bug. Frostweaver. Merely adequate logic. Ansonsten hätte das nämlich nach hinten losgehen können. So, wir rekrutieren zwei Eiswachen. Ich überlege hier für diese Zeit kurz zu wechseln. Das machen wir auch. The Snowbringer. Boris Ursus. Boris Ursus. Also sie hat noch Handel mit mir. Schön. Also er hat die ganze Küste hier eingenommen. Das läuft eigentlich verdammt gut für uns. Who calls? Who calls? Ich? None shall question me. Let us discuss stately affairs. A pleasure. Sehr schön. Wir könnten mit ihr jetzt auch ein militärisches Bündnis eingehen. Da wäre sie dafür zu haben. So.
Yes. So? Okay. 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 Aha. Schau an, der lebt noch. Der böse Bube. Wenn ich sie wieder supporten kann. In 6 Runden. Okay, wir können Hexen holen. Jeweils 2. Eine disziplinierte. Ich will aber eine Ungol-Hexe. Also ich will die hier. Wir haben Schatten, Hexen, Tod oder Bestie. Ich finde... Bestie ist eigentlich schon auch ganz cool. Zuversichtlich. Selbstverständlich holen wir jetzt eine Hexe hier. Feind minus 4. Zauber haben wir Zauberresistenz. Angriffsgeschwindigkeit. Fluch der alten Hexe. Ja, komm, wir machen 2 Hexen. Hexen. Also, ne? Hier. So. Eine geht an Twitch, eine geht an YouTube. Ausrufezeichen Held für euch auf YouTube. So. Bei YouTube ist es Gandogar Silberbart. Gandogar. Entschuldigung, jetzt habe ich falsch gelöscht. Gandogar Silberbart. Die Zahlen lassen wir mal weg. Das ist zu viel. Zu häufig hast du mit einem Topf rumgespielt und dann ist dir halt einfach das Hexenbart gewachsen. So was passiert halt schon. So. Wir nehmen die goldene Ritterin, nehmen wir tatsächlich raus. Die kommt hier runter. Die unterstützt jetzt diese Armee nicht mehr. Dafür kommt aber da eine Hexe rein. Und das muss eigentlich dann reichen. Dann schieben wir dann gleich hin und her. So. Ich muss jetzt aber kurz gucken, dass wir irgendwie noch an Kohle kommen. Wir können den Hafen ausbauen. Ich glaube nämlich, dass wir übers Wasser nicht mehr allzu viel Bedrohung haben. So weit, so gut. Ich versuche das jetzt trotzdem noch. Urson demands your help. Hier kommt er. Käme da tatsächlich hin. Okay. Die muss ich eigentlich auch mal ausbauen. Und vor allem sollten wir die Verteidigung ganz dringend hier ausbauen. Ich kriege hier gleich ein Problem mit der öffentlichen Ordnung. So, also, wie heißt diese Hexe? Diese Hexe trägt den wundervollen Namen. Chaos. Machen wir es so? Passt das? Ich meine, du hast Chaos im Namen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Als Kislevit. Nein, wir lassen das natürlich so. Defender of Kislev. Ja, wir schieben das. Ich finde das besser, wenn die Ritterin in der Armee hier ist. Vor allem werden wir die Ritterin gegen die Zwerge wahrscheinlich brauchen. Diese Armee bauen wir jetzt auf, um gegen die Zwerge vorzugehen, falls sie aufmucken. Die Dunkelelfen links müssen wir ja gucken, ne? Ursprünglich wollte ich die Armee aufbauen für die Dunkelelfen, falls da was passiert.
Die Ritterin ist noch eine Armee. Ich weiß, sie hat keine Bewegungsreichweite mehr, weil wir die Siedlung gerade erst eingenommen haben. Das machen wir in der Runde jetzt. Dann geht die Ritterin in die Richtung und die Armee geht in die andere Richtung. Aber danke für den Hinweis. Immer aufmerksam, der Chat. Ich find's gut. So, knapper Sieg. Ist gekauft. Wir nehmen das Geld. Knappe Niederlage. Ja, ich denke nicht, dass wir da was drehen und wenden können. Ist nun mal so. Demon Slayer! Cut them down! Meinst du? My empire grows. Orson's disciple. Yes, your empire grows. Die Kreaturen des Landes sind meine Bären. Jetzt müssen wir kurz gucken. Wir machen dich noch stärker und hartnäckig, Kingsley. Dann Kunz. Der unsterbliche Kunz ist hier mit dem und den Hündchen. Okay, den Winterbären. So, Mr. Silberbart, Sie gehen hier runter, diese Armee unterstützen. Die goldene Ritterin geht hier runter. Die Hexe, die geht hier rein. Und jetzt gehen wir noch auf... Wir brauchen sicher noch von denen. Ich finde die nämlich eigentlich verdammt gut. Dafür, dass sie so verdammt günstig sind. So. Da werden wir wahrscheinlich gleich Geld rausnehmen müssen. Der geht mir so auf den Sack, ne? Das ist unglaublich. Also, hier bauen die Verteidigungsanlagen, weil es in einer Runde super schnell geht, wenn er da ist. Da können wir auch noch hin. Verbotene Zitadelle und den hier. Dann ist er auch tot. Wie viele haben wir eigentlich eingenommen bis jetzt? Okay, 7 noch. Dann können wir noch mehr Helden und Kommandanten holen. So. Belohnung für den einen. Nein. Wachstum. Ja, sehr gerne. Machen wir das. Dann aber auch wir nicht. Ja, aber du bist am Ende, Kollege. Du hast nichts mehr. I am the Crown Lord. Hear my command. Move out. The Golden Knight. Staring. Also wir versuchen das hier unten noch aufzubauen. Hier reißen wir ab. Ich brauche viel mehr Kirchen, Mann. Das Land ist völlig destabilisiert, weil sie zu wenig Kirchen haben. Dass ich das jemals in meinem Leben sage. Es gibt hier eine Rebellion, aber da haben wir genug drin. Also wir gehen so, so und dann gehen wir hier helfen. I've little time for talking, but voll die Religion hier. Total, total. Da stehe ich auch für, mit meinem Namen. Religion ist voll cool. Also, Instabilität minus 3. Wir werden hier gleich die Dings rausnehmen müssen, die Steuern, damit wir das halten können. Ich habe da keine Truppen. Was will ich machen? Any friend of Kislev is... Ich bin schon sehr versucht, mit meiner Tochter ein militärisches Bündnis zu gründen, ne? Aber ich habe Angst, dass meine Tochter mich in die Scheiße reitet. Nicht, weil ich ihr nicht vertraue, sondern weil ich der KI nicht vertraue.
Ich meine, ein militärisches Bündnis mit ihr wäre schon mega gut. Ah, kannst du Gift nehmen. Ach komm, Familie, go rein da. Ich sehe schon, wenn ich das militärische Bündnis mit ihr gründe, greift sie die Zwerge an. Also so wird es wahrscheinlich passieren. Also in die Richtung, glaube ich, geht's dann. Was soll ich da so tun? Dass ich mit der Welt anlegen, wenn Papa ein militärisches Bündnis macht. Klar, genau das. Genau das. Try to keep up, soldiers. Yes, man. Kind cruelty. Yes. Ma'am. Also, ich denke, wir fahren mit zwei Schwertern ganz gut. Wir brauchen jetzt nicht eine komplette Truppe aus denen. Ein paar Korsare noch dabei zu haben oder ein paar Laura ist vielleicht nicht verkehrt. Um die Armee auch etwas günstiger zu halten, weil die kosten doch sehr viel. So, jetzt haben wir einen Frostwirren. Ich will ihn trotzdem ausprobieren. Der braucht nur eine Runde zum Rekrutieren. Das heißt, global gesehen bräuchte der nur zwei Runden zum Rekrutieren. So. Und auch hier möchte ich die Armee trotzdem ein bisschen gemixt lassen. Also kommen hier noch etwas günstigere, gepanzerte Korsaren rein. Nein, Quatsch. Wenn sie hier dabei ist, sie, die hier zeremoniell das hier mit mehr Rüstung für Zarenwachen und das hier, dann gehen wir in die Vollen bei dieser Armee. Ja? Hier gehen wir in die Vollen. Die Armee ziehen die komplett durch. Gar kein Thema. I follow the bear. Ja, da steppt der Bär. Schön, das schaffen wir gerade so. Das ist ihre Hauptstadt übrigens. Wir plündern und besetzen, weil es einfach verlockend ist wegen dem Geld. Ja, ja. Ah. Hier könnten wir ein paar Schwert-Dings mitnehmen, dann hätten wir nicht mehr die dabei, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Wir könnten die rausnehmen und in die andere Armee schmeißen. Brauchen aber hier trotzdem zwei Runden. Aber die Armee muss halt irgendwann auch mal ein bisschen aufgestockt werden, ne? Also wir schmeißen die zwei hier mal zusammen, dann haben wir vier. Das ist okay. Die schmeißen wir raus, die kommen irgendwo anders hin. Dann kommen zwei davon dazu. Und wenn wir hier so oder so gerade das machen, schmeißen wir die auch noch raus. Und dann rekrutieren wir global diesen Bären, weil der auch zwei Runden braucht. Und dann haben wir hier eine einigermaßen anständige Armee zusammengetrommelt. In einer sehr anständigen Zeitspanne, würde ich meinen. Die Hofelite. An instrument against chaos. High priest of Ursun. So, Geld. Respect my position. Da kommen sie wieder. Kann ich das eigentlich auch gleich wieder abreißen? You will fall. Wir übernehmen das Geld. Noble of the Oblast. Come, sing, dance. Also das könnt ihr vergessen mit ausbauen. Das wird nichts. Ein Rettungszauber gab's hier. Winter is outcoming. Rettungszauber für Glutarios. Rüstung für Glutarios. Ja, nochmal ein Rettungszauber. Eine Waffe? Warum nicht? Nein, warte, da ist Randale dabei. Moment mal schnell.
Achso, das dauert eine bestimmte Anzahl an Sekunden, ne? Das ist okay. Wir verschmelzen die zweimal schnell. Rettungszauber für Quantanio und Blaufuchs kriegst du auch. Und Widerstandstrank. Und dann hatten wir noch eine Hexe und die Hexen, die sollten natürlich, wie sie da steht, das hier. Ja, Bewegung sah ich weiter. Was kommt? Ist gut. Ihr seid eh in der Armee, ihr braucht davon nichts. Wir können ihr noch schnell ein bisschen mehr Bewegungsreichweite geben und Steuereintreiber und so. Zauberkünstler, das ist auch okay. Wodka-Brenner. Was ist denn Bewegungsreichweite hier? Ja. Sehr gut. Champion of Kislev. Ja, Bewegungsreichweite haben wir auch. Die kommt gleich dann hier rein. Dann gibt es noch Kampftraining und so. Also, Magie. Arkane Kanonisierung, das ist gut. Das heißt, die Energienachladerate ist schneller. Also, wir haben im Kampf ja einen Magie-Button und dann noch, wie viel Magie haben wir in Reserve. Und mit der Fähigkeit laden wir aus der Reserve in den Magie-Dings, den wir aktiv brauchen können in der Schlacht, schneller rein. 40%. Du brauchst kein Geld, du brauchst Balthasar-Geld. Ja, klar. Balthasar. Mit dem würde ich gerne handeln. Also eine Rebellion steht bevor. Hier wollte ich noch rausnehmen, damit wir hier noch das irgendwie hinkriegen. Und dann gehen wir hier auf Befürworter und das hier ebenfalls. Wie viele Runden eigentlich noch? Also in 2 stabilisieren wir es. Um 2. Und der ist bei -3. Wenn wir das noch 1 ausbauen, dann hätten wir es. Das würde gehen. Das hieße aber auch, dass wir das schnell auf Pause setzen und das um eine Runde mehr machen. Das noch mit ausbauen. Und in 2 Runden das dann umschalten und dann ist wieder gut. So, da oben ist eine Rebellion. Ne, sieht gut aus. Aber Orson wants an example made of you, swine. Ich glaube, ich habe es einmal zu viel gesagt, dass es gut aussieht, oder? Ich meine, echt jetzt. Echt jetzt. Okay. Aber wir hatten ihn eine Zeit lang ruhig gestellt. Wir haben ihn mit einer Siedlung bestochen, im Grunde genommen. Wir haben ihn da bestochen, dass wir gesagt haben, wir kämpfen gegen die Oger mit ihm. Wir haben ihn bestochen, indem dass wir gesagt haben, wir greifen mit dir Winterzahn an. Also wir haben ihm möglichst lange Honig ums Maul geschmiert. Das war diplomatisch gesehen genau das Richtige. Das war diplomatisch gesehen genau das Richtige. Und du kannst mit Boris dann die Zwergenarmee im Norden direkt snacken. Theoretisch ja, also die hier. Aber ich bin hier gerade noch am Rekrutieren. Deswegen schauen wir mal. Alice. -2, okay. In der nächsten Runde können wir dann. Jetzt ist der Bart von Honig verklebt. Da mische ich mich nicht ein. Ja, bitte komm. Bitte komm. Ja, doch. Wir machen die noch ein bisschen tougher, die Jungs. Und Medals. So, Hexe, Hexe, los, los, los. Ja, expect das mal. Ich würde eigentlich gerne noch die Bären mitnehmen, aber ich habe die 5000 gerade nicht. Minus machen werden. Und vor allem auch diese Schlacht.
Also eine Runde noch. Fraktion angetroffen. Clan Moors. Bitte was? Wo haben wir denn Clan Moors angetroffen? Militärisches Bündnis. Nein, vielleicht später, wenn ich Geld brauche. Ich meine, wenn ich mir gründlich überlegt habe, dass ein militärisches Bündnis zwischen dir und mir natürlich absolut sinnvoll ist. Ach so, eine Unterstadt. Bei mir? Greift er mich an? Wäre denkbar. Das wäre das Naheliegendste, ja. Bevor. Hier, ah ja, na gut. So, das können wir wieder einschalten, weil da sind wir jetzt auf Null, dadurch. Schlitzerhornstamm. So, wir haben einen Frostwehren und, ja, schön. Okay, wir machen das kaputt und dann drehen wir gleich. So, wie haben wir jetzt die entdeckt hier unten? Haben wir irgendwo eine Unterstadt? Nein. Nichts dergleichen. Also nicht die Tiermenschen killen und dass sie sich wegen dem Zwerg dann nach Osten orientieren. Ich glaube, die Tiermenschen sind schon tot. Ich glaube, die haben das nicht mehr gepackt. Vielleicht einer meiner Bündnispartner, ist möglich. Ja. Oh, Reikland, ja. Du natürlich zuerst. Karl. Karl? Natürlich, Karl immer zuerst. Okay, der hat nicht mehr viel. Wir quetschen noch raus, was geht. Nein, 15. Das ist zu viel. 0,5. Ja, gut. In der nördlichen Stadt stehen noch Tiermenschen. Wo denn? Also das ist eine Rebellenarmee. Das sind keine Tiermenschen. Also ich habe hier unten in der Liste, gegen die ich kämpfe, keine Tiermenschen mehr. Ihre Armee wurde da vernichtet. Also hier. Das war ihr letzter Angriff. Mein Fehler war nicht real. Alles gut. Lieber einmal etwas zu viel gesagt, als einmal etwas zu wenig gesagt, oder? Wanderingstool, ja. Also, das ist unsere Infanterielinie. Ich würde sagen, noch zwei davon wäre ganz gut. Dann zwei Bärenreiter. Join me. Und gut ist. Wir könnten den Frostwehren noch mit reinnehmen. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn sie zu einem Frostwehren wird, dann ist eh okay. Habe ich lieber noch drei Bären da rein, die Seiten decken. Sister. Aber so schnell komme ich, glaube ich, an die Bären nicht ran. Erst in fünf Runden.
Naja, wenn er mich angreift, dann erklärt er auch der Orthodoxie den Krieg, nicht wahr? Und daher ist schon okay. So, in 2 Runden kann ich sie nochmal unterstützen. Dann würde sie ihn konföderieren. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Wenn sie nämlich beide einzelne Armeen stellen, sind sie eigentlich mächtiger. Aber okay. So. Wir attackieren hier. Und in der nächsten Folge werden wir herausfinden, ob wir das schaffen oder nicht. Er scheint hier ordentlich was drin zu haben. Sonnenschlinger, Echse des Chaos, Harald Hammersturm. Oh, Harald ist da. Hi. Wir haben ein paar Drachenoger. Map-technisch. Sieht schlecht aus für uns. Aber wir greifen ihn an. Das heißt, wir können diese Ecke wieder nutzen. Das ist wieder diese mit der Erhöhung. Ne? Wir können hier die Kante nutzen und uns da aufstellen. Das geht wieder. Die Reiter sind einigermaßen gefährlich, aber dafür haben wir die kislevitischen Dudes dabei. Die sind ein bisschen ein Problem. Aber wir haben Magie und alles. Ich glaube, das kriegen wir hin. Aber das in der nächsten Folge. Like da lassen, Kommentar da lassen und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.